tierisch gut drauf. Der Mond scheint noch hell über ein Moorgebiet im Landkreis Aurich. Es ist gerade 6 Uhr morgens und es dämmerte bereits. Der Sonnenaufgang steht kurz bevor und die Natur zeigt sich von seiner ruhigsten Seite. Ja, moin und herzlich willkommen zu Tierisch gut drauf. Mein Name ist Gü und in dieser Episode nehme ich euch mal mit ins Moor. Wir haben es jetzt gerade Mitte, Ende August und ich habe mir überlegt, dass wir in dieser einen Woche, die ich jetzt aufnehmen werde, mal morgens, mittags, nachmittags und abends so ein bisschen rumstreifen werden. Und dann schauen wir einfach mal, was wir so entdecken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Ich befinde mich in einem sogenannten Hochmoor. Im Gegensatz zu den häufigeren Niedermooren werden Hochmoore nur durch Regenwasser gespeist. Da es hier keinen Austausch mit Frischwasser gibt, ist das Wasser hier sauer und mineralstoffarm. In diesem speziellen Lebensraum kommen viele verschiedene Tiere vor, welche teilweise in ihrem Bestand gefährdet sind. Die erste Spezies ist allerdings nicht gefährdet, sondern weit verbreitet, die spanische Wegschnecke. Sie ist in Deutschland die am häufig vorkommende Nacktschneckenart und kann eine sagenhafte Länge von bis zu 15 cm erreichen. Der Neuntöter ist ein typischer Wiesenbewohner. Das Männchen hat einen grauen Kopf und einen markanten schwarzen Augenstreif. Das Weibchen ist überwiegend braun gefärbt. Der Bestand des Neuntöters ist in Niedersachsen gefährdet. Während der Bestand des Neuntöters in Niedersachsen gefährdet ist, ist das Schwarzkehlchen weit verbreitet. Das Männchen hat einen schwarzen Kopf und einen weißen Halsring. Das Weibchen ist deutlich matter gefärbt. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, dachte sich diese Goldammer. Auch sie ist ein häufiger Bewohner der hiesigen Moorlandschaft. Eine weitere Ammer, die ich beobachten konnte, ist die Rohrammer. An dem Feldweg suchte eine kleine Schar der Vögel nach Nahrung. Dieser Vogel ist hier ebenfalls noch recht häufig vertreten. Plötzlich ertönten laute Rufe durchs Moor. Schnell hielt ich mit der Kamera drauf und sah drei überfliegende Kraniche. Diese Truppe sollte ich später im Film noch einmal wieder treffen. Im Gegenlicht der Sonne wurden unzählige Spinnennetze sichtbar. Eine der Netzbewohner war die Vierfleckkreuzspinne. Die Färbung kann sehr variabel ausfallen, doch hier fand ich fast nur gelbe Tiere. Ihre Netze werden meist sehr niedrig gebaut, um hier Tiere wie Grashüpfer zu erbeuten. Nach langer Suche konnte ich endlich meine ersten ostfriesischen Wespenspinnen entdecken und filmen. Durch die schwarz-gelbe Färbung ist sie leicht von anderen Radnetzspinnen zu unterscheiden. Vor wenigen Jahren war die Art fast nur im südlichen Europa anzutreffen. Mittlerweile ist sie in ganz Deutschland verbreitet. Das Netz wird durch den Zusatz von dicken zickzackförmigen Streifen über und unter der Mitte verstärkt. Das ist einmalig bei unseren einheimischen Spinnen. Auf einem benachbarten Feld rastete eine einsame Graugans. Eigentlich sind sie sehr gesellige Tiere und umgeben sich mit vielen Artgenossen. Das feuchte Moor ist ein idealer Lebensraum für Amphibien. Hier ist auch der Seefrosch zu Hause. Die Weibchen werden mit bis zu 16 cm wesentlich größer als die Männchen. Sie halten sich stets im oder in unmittelbarer Nähe zum Wasser auf,
Auf der roten Liste wird die Art als derzeit nicht gefährdet eingestuft. Das schöne Blaukehlchen ist ein typischer Moorbewohner. Das Männchen hat stets eine blaue Kehle, welche beim Weibchen eher beige gefärbt ist. Das Blaukehlchen ist anpassungsfähig und der Bestand ist daher derzeit nicht gefährdet. Die Kohlmeise ist eher aus unseren Gärten bekannt, doch auch im Moor findet sie genügend Nahrung. Die quirlige Dorngrasmücke ist leicht an der weißen Kehle zu erkennen. Sie brütet am liebsten in dornigen Büschen, daher auch der Name. Sie ist hier weit verbreitet und ebenfalls nicht gefährdet. Wir haben es jetzt Mittagszeit und ich verspreche mir nicht allzu viel, aber trotzdem möchte ich natürlich gucken, was hier so kreucht und fleucht. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zu unserem Neuntöter-Spot. Ansonsten schauen wir einfach mal, was kommt. Das Rehwild ist überall in Ostfriesland weit verbreitet. Es ist überwiegend dämmerungsaktiv, doch manchmal läuft es einem auch tagsüber über den Weg. Der Rehbock hat ein kleines Geweih, welches dem Weibchen fehlt. Die große Heidelibelle gehört zu den Großlibellen. Die Hauptflugzeit dieser Art ist im Sommer und Herbst. Auch die schwarze Heidelibelle ist hier anzutreffen. Die Hauptflugzeit ist von Juli bis September. Das Männchen ist meist tief schwarz gefärbt. Weibchen dieser Art weisen hingegen auch gelbe Zeichnungen auf. Die zierliche gemeine Becherjungfer kommt in großen Mengen vor. Die gemeine Binsenjungfer gehört zu den Teichjungfern. Männchen sind überwiegend metallisch grün gefärbt, während die Weibchen eher die Farbe von Kupfer haben. Diese häufige Libellenart lebt gesellig und ist von Mai bis Oktober zu beobachten. Einer der häufigsten Raubvögel im Moor ist der Turmfalke. Im Gleitflug sucht er den Boden nach potenzieller Beute ab. Hier macht er überwiegend Jagd auf Mäuse. Der Turmfalke brütet auch in diesem Gebiet. Da die Art so häufig vorkommt, kommt es gelegentlich zu Streitigkeiten, sodass Rivalen aus dem Revier verjagt werden müssen. Ein besonderer Fund ereignete sich am Mittag. Was im ersten Augenblick aussieht wie eine Eidechse, ist in Wirklichkeit ein Teichmolch. Das war meine erste Begegnung mit dem rastlosen Tierchen. In den Tümpeln und Gräben des Moors scheint sich diese Art besonders wohl zu fühlen. Auch auf dem Sandweg kommt der Molch gut voran. In der Dämmerung konnte ich sogar noch weitere Exemplare beobachten. Auch auf den Blumen und Gräsern herrscht reges Treiben. Kommen wir nun also zu den kleinen Bewohnern des Moores. Die große Sumpfschwebfliege sieht wie fast alle Schwebfliegen einem gefährlichen Insekt ähnlich. Allerdings sind Schwebfliegen vollkommen harmlos. Die Hummel-Keilfleck-Schwebfliege imitiert mit ihrem Aussehen eine Hummel, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Ihre Hauptflugzeit ist im Spätsommer. Auch Schmetterlinge kommen hier zahlreich vor. Hier ist zum Beispiel der bekannte kleine Fuchs. Auch das große Ochsenauge kommt hier vor. Er bevölkert gerne offene Landschaften. Namensgebend für den Falter sind die zwei schwarzen Augen auf den Flügelseiten.
Auch das kleine Wiesenvögelchen bevölkert offene Flächen. Die Flugzeit des kleinen Schmetterlings kann von Februar bis November reichen. Anhand seiner Färbung ist der Zitronenfalter leicht auszumachen. Der ockergelbe Braundick-Kopffalter ist überall und in sehr großen Mengen zu entdecken. Allerdings wird er aufgrund seiner geringen Größe sehr leicht übersehen. Der bunte Distelfalter fliegt eine Vielzahl von Blumen an, doch am liebsten bevorzugt er die Distelblüten. Die Flugzeit ist von Juli bis Oktober. Die hektische Gammaeule ist ein Nachtfalter, welcher aber auch am Tag aktiv ist. Sie ist nicht nur im Moor, sondern auch in unseren Gärten ein häufiger Gast. Auch an den Brombeerbüschen ist so mancher Gast zu finden. So auch die kleine Bilsenkraut-Blüteneule. Die Färbung des gemeinen Grashüpfers ist meist grün, doch auch andere Farbtöne bis hin zu pink können vorkommen. Der vierbindige Schmalbock gehört zur Familie der Bockkäfer. Diese Art ist überall in Deutschland weit verbreitet. Die Färbung des Käfers soll eine Wespe imitieren und somit Fressfeinde abschrecken. Die Rundballen sind ein perfekter Ausguck für den Steinschmätzer. Hier hält er Ausschau nach Insekten, die er im Gras findet. In dieser Pfütze hat sich ein Gast verirrt. Der Gelbrandkäfer ist ein sogenannter Schwimmkäfer. Er kann allerdings auch sehr gut fliegen und somit neue Gebiete erschließen. Auch in der Abenddämmerung begegnete ich noch so manchem Tier. Hier lauert ein Habicht auf Beute. Dieser Raubvogel kommt nicht so häufig vor wie Turmfalken oder Mäusebussarde. Daher habe ich mich auch sehr über diese Begegnung gefreut. Die Rohrweihen hingegen sieht man ein wenig öfter. Meist gleiten diese imposanten Raubvögel knapp über dem Boden auf der Suche nach Beute. Sie sind zwar genauso groß wie Mäusebussarde, doch durch ihre schlanken Flügel wirken sie wesentlich eleganter. Häufig konnte ich zwei Individuen dieser Art bei der Jagd erleben. Sie ernähren sich hauptsächlich von Singvögeln, aber auch von kleinen Nagetieren. Über einem kleinen Waldstück sammelten sich die Rauchschwalben. Hier erbeuten sie viele kleine Insekten aus der Luft. In der Dämmerung kommen die Rehe aus dem Wald, um zu grasen. Im Sommer sind sie Einzelgänger, während sie im Winter zu kleinen Gruppen zusammenfinden. Der Feldhase ist zu jeder Tageszeit auf den Feldern zu finden. Dieses schöne Exemplar genießt die letzten Sonnenstunden des Tages. Im Hintergrund des Hasens ist die Silhouette eines großen Vogels zu erkennen. Es sind die drei Kraniche, welche ich vor wenigen Tagen schon beim Überflug beobachten konnte. Es sind zwei Elternvögel mit einem Jungtier. Das Jungtier wurde dieses Jahr in diesem Moor geboren.
In der Dämmerung suchen sich die Kraniche ein offenes, abgelegenes Plätzchen, um die Nacht zu verbringen. Was für ein schöner Abschluss der Dreharbeiten. Ja, wenn das mal kein schönes Ende für ein Video ist. Die Sonne, die geht gleich unter und wir haben tatsächlich noch ein Kranichpärchen mit Jungen vor die Kamera bekommen. Richtig, richtig geil. Das nenne ich doch mal einen wunderbaren Abschluss. Ein schönes Video von morgens bis abends im Moor im Sommer. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert und wenn ihr richtig Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!